Kathi Wilhelm muss sich so einiges anhören im Trainingslager auf Vancouver Island. Sie hat sich ihren privaten Lauftrainer mitgebracht. Der Norweger Odd Lierhus gibt die Richtung vor. Ja, es geht einfach nochmal darum, so ein bisschen die letzten Sachen, Feinheiten nochmal da rauszuholen, dass man da einfach nochmal so ein bisschen Feintuning macht. Und da, denke ich, gibt es immer noch was rauszuholen und das versuchen wir jetzt hier noch zu finden und zu erarbeiten. Vorbei an den Freizeitsportlern läuft eine mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin und fast immer auf ihren Fersen Odd Lierhus, der 1978 ebenfalls Biathlon-Weltmeister war. Der Norweger achtet auf jeden Schritt von Kathi Wilhelm. Sie muss bestimmte Bewegungsabläufe durchführen und ich sehe mir ihre Technik an und 3-4 Mal pro Einheit korrigiere ich etwas, sodass sie direkt Feedback bekommt. Techniktraining vor ihren letzten Olympischen Spielen. Zum dritten Mal ist Kathi Wilhelm dabei. 2002 in Salt Lake City gewann Wilhelm Gold im Sprint und mit der Staffel. 2006 in Turin, dann Gold im Verfolgungsrennen. Ja, ich meine, wenn es nochmal ähnlich so gut klappen könnte, dann wäre natürlich super. Aber ich setze mir so das Ziel, dass ich schon gerne eine Medaille hätte. Also in einem Einzelrennen eine und mit der Staffel natürlich. Und dann wäre ich schon sehr zufrieden. Die erste Chance bekommt Wilhelm schon am ersten Wettkampftag. Am Sonnabend in einer Woche beim Sprint der Frauen.